dieser Studie konnten wir belegen, gemeinsam mit Zaha Yavaz und unseren Kollegen aus Ägypten, dass Ramses III. Tatsächlich während der Haremsverschwörung umgebracht worden ist. Er starb durch einen tiefen Schnitt durch seine Kehle. Und das heißt, mit dieser Studie konnten wir ein Rätsel der Menschheitsgeschichte lösen, ein großes Rätsel der altägyptischen Geschichte. Wir haben in Kairo gemeinsam mit unseren Kollegen eine Computertomographie durchgeführt. In dieser Computertomographie haben wir gesehen, dass ein Schnitt durch seine Kehle angebracht worden ist. Und aufgrund der Tiefe und der Ausdehnung dieses Schnitts konnten wir auch sagen, dass er dieses sicher nicht überlebt haben konnte. Zusätzlich fand sich in dem Schnitt ein kleines Amulett, das sich als ein Horusauge-Amulett herausgestellt hat. Und das wurde offensichtlich während der Einbalsamierung eingebracht, um sozusagen diese Wunde für sein Nachleben zu heilen, weil es war sehr wichtig, dass der Körper unbeschadet in das Jenseits übertritt. Es gibt einen sehr bekannten Papyrus, der im Ägyptischen Museum in Turin aufbewahrt wird. Dort wird beschrieben, dass es eine Haremsverschwörung gab zur Zeit Ramses III. Die wurde angestiftet von seiner Frau und auch sein Sohn war darin involviert. Allerdings steht dort auch, dass dieser gescheitert ist und alle Beteiligten verurteilt worden sind. Es ist allerdings nicht beschrieben, was eigentlich mit Ramses III. Passiert ist, ob er dies überlebt hat, ob er verletzt worden ist. Das war bislang ein großes Rätsel. Und jetzt endlich konnten wir mit dieser Studie belegen, dass er in der Tat verletzt und sogar getötet worden ist. Und somit konnten wir dieses Rätsel endlich lösen. Die Mumie, die als Anon Men I bezeichnet wird, wurde gemeinsam mit Ramses III. Gefunden und man hat schon immer angenommen, dass es sich hier vielleicht um den Sohn Pentawer handeln könnte. Es konnte allerdings nicht belegt werden und wir haben jetzt im Rahmen dieser Studie mit genetischen Untersuchungen feststellen können, dass es in der Tat ein Sohn von ihm gewesen sein muss. Und zusätzlich haben wir auch noch festgestellt, dass es Hinweise gibt, dass er vielleicht erhängt worden ist oder sich selbst erhängt hat. Und des Weiteren wurde er nicht nach normalem Maßstab mumifiziert. Er wurde beispielsweise nicht die Organe entnommen und man hat ihn mit einem unreinen Ziegenfell bedeckt, was eben ganz unüblich war für die altägyptische Mumifizierung. Wenn man das alles zusammennimmt, kann man davon ausgehen, dass es sich tatsächlich hier um den Sohn Pentawer handelt.